finally, in terms of interpretation and in terms of music on my recording, a remark about the piano that I used. It's a Bechstein grand piano, and it's a very special instrument. I asked my piano technician, Mr. Urs Bachmann, to share some insight and information about this instrument. Wir stehen hier vor einem Bechsteinflügel, Jahrgang 1921. Dieses Instrument wurde vom dann zumal großen Pianisten Wilhelm Backhaus gespielt. Er hat eigentlich all seine frühen Schallplattenproduktionen mit diesem Instrument aufgenommen und das Instrument stand exklusiv für ihn zur Verfügung. Während des Krieges wurde dieses, hat er aufgehört damit zu spielen, logischerweise. Er ist ja dann im Endeffekt nach Amerika ausgewandert. Und das Instrument hat den ganzen Krieg in der Fabrik in Berlin überlebt und wurde eigentlich bis in die 70er, 80er Jahre praktisch nicht mehr gespielt, bis ich das dann bekommen habe. Das Instrument ist alles noch original, original Beseitung, original Resonanzboden. Wir haben nur die Hammerköpfe mal ausgewechselt und ich gehe davon aus, dass das eines der letzten Exemplare ist von Bechstein, von den Instrumenten, was Bechstein berühmt gemacht hat, das noch so original erhalten ist. Und das ist eigentlich, ich sage immer, das ist das Instrument, was uns heutzutage zeigt, was Bechstein berühmt gemacht hat. So this instrument represents the sound that Franz Liszt heard when he played the Hammerklavier Sonata in the 1870s. He had a Bechstein grand piano in his home in Weimar and many other places where he lived or stayed.